So, wir haben 14. April 2018, Tag Nummer 3 der FIBO. Ihr wisst, auf meinem Kraftsportkanal findet ihr mittlerweile 4 Videos. Es werden noch wirklich sehr viele folgen. Die lohnen sich auch. Die sind ein bisschen höherer Qualität, sage ich mal. Viele knackige Hintern zu sehen, weil ihr müsst einfach auf YouTube Akko the Persian Killer suchen. Die neuesten Videos, die lohnen sich. Viele krasse Fitnesssportler, Bodybuilder, Eindrücke von der Messe in Köln. Unbedingt mal reinschauen. Links in der Beschreibung. Ja, ich muss jetzt schnell ein, zwei Runden für euch spielen, denn ich muss schon wieder los Richtung Messe. So, was wollen wir denn machen? Der Gegner hat viele weiche Panzer. Okay. Ein Type 5 haben die auch. So, was mache ich? Objekt 140, 907. Ja, ich denke mal, unser 907 sollte mit dem 140 fertig werden. Ansonsten, der Type 5 ist halt eine Gefahr, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo wird der auftauchen? Wird der eher Richtung Hill fahren oder eher hier auftauchen? Ich werde auch ein bisschen AP schießen, weil der Gegner hat sehr viel weichere Panzer. Ja, unser 907er kommt mit. Ey, wie zott soll man hier. Alles klar, unser 907er verlässt mich. Ja, das ist natürlich sehr gut. Ja, wunderbar. Ne? Gerade eben war der Typ noch bei mir und schon ist er jetzt weg und ich werde hier zerschossen. Ja, Akko, warum kämpfst du da hinten? Ja, weil man mit so Leuten nicht pushen kann, weil die dich dann auf einmal dann im Stich lassen, ne? Ganz einfach. Guck mal, null Hilfe hier, null, null. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr das gesehen? Akko, warum kämpfst du immer da hinten? Ja, weil genau so eine Scheiße dabei rauskommt, wenn du nach vorne pushst. Gerade eben stand der Typ mit seinem OP-10er neben mir. Ich denke mir, komm, wir können pushen, der ist da, zack, fahre ich vor, zack, ist der Typ weg. Warum? Weil der hat so einen 9er Autoloader gesehen, dann hat er zu viel bekommen. Tja, weil die Mitspieler feige sind, fahre ich nicht an die Front. Wisst ihr jetzt Bescheid? Eindrucksvoll auf Video festgehalten. Also bitte nie wieder fragen, Akku, warum bist du immer da hinten am Rumcampen? Ja, man muss so spielen, weil die Leute nicht mitspielen. Ganz einfache Kiste. Weißt du? Einer, der ein 907er fährt und so einen Move bringt, ne, der hat den Account auf jeden Fall bei eBay gekauft. Weil hätte der mir geholfen, wir hätten locker drei, vier Panzer zu zweit rausgenommen. Wir hatten zwei OP-Panzer. Ich hätte einfach nur jemanden gebraucht, der mir ein bisschen die Flanken frei hält. Den Leopard PTA hätte der nach 6 Sekunden, 7 Sekunden rausschießen können. Easy.
Ja, also unser Team fährt viel zu viel in die Mitte. Absolut verschwendete Zeit. Die Mitte auf Wadi ist absolut scheißegal. Ja, das, was zählt, ist 40% linke Flanke, 40% rechte Flanke. Ganz am Ende, wenn die Gegner in der Mitte durch sind, dann irgendwann die Mitte. Das ist die absolut perfekte Taktik für Wadi. Mitte ignorieren, erstmal links und rechts aufräumen, am Ende dann die aus der Mitte rausfahren, hochfahren, dann abfarmen. Ja, war eine gute Entscheidung, hier hochzufahren, wie man sieht. So, Super Kong, ich würde sagen, dein letztes Stündlein hat geschlagen, mein Freund. Wenn wir hier nicht vom T57er abgefarmt werden, doch. Ja, zumindest hat er es versucht. Ah, dann muss ich mich jetzt um den T57er kümmern. Wenn ich jetzt nicht ins Kreuzfeuer reinfahre. Na gut, ein bisschen HP habe ich ja, kann ich ja jetzt einsetzen, um hier die Ecke zu pushen. Jetzt konnte unser Mann den da oben rausnehmen, indem ich die Schüsse gefressen habe für ihn. Und ja, T57er, ich würde sagen, wir haben noch eine Rechnung offen, Kollege. Nicht wahr? Oh ja, T57er, wir werden viel Spaß haben miteinander. Als ob ich dich mich umrunden lasse. Junge, 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 du spielst hier mit einem Profi, ey, du kannst mich nicht umrunden. Nicht mit mich, mein Freund. Nicht mit mich.
wird der Rheinländer sagen. Nicht mit mich, Kollege. So, bitte einmal Hashtag nicht mit mich in die Kommentare, damit ich auch weiß, dass ihr auch schön aufgepasst habt. Meine süßen Schnuckelis. Piep, 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 wir haben uns lieb und so, ihr wisst schon. Ich bin Düsseldorfer, ne, damit das ganz klar ist. So und nicht anders, Harry. So, haben wir die erste Runde eigentlich gewonnen? Ich glaube kaum, ne? Weil unser 907 war ja nicht so richtig helle. War ja so ein richtiger WN8-Camper, so, der keinen Bock hatte, seine HPs einzusetzen. Oh, die haben wir gewonnen? Unfassbar. Wie krass ist das denn, ey? Wir haben zwei Runden hintereinander gewonnen. Gestern auch schon. Ja. Wo ist unser 907er? Ja, so ein richtiger Bot. Alter, wie bist du denn an einen 907er gekommen? Ey, das ist schon wieder so ein eBay-Account, der Typ. Allein wie der mich da im Stich gelassen hat, ey. Der Typ hat 100 pro bei eBay sich einen Account gekauft. Wie kommt denn so ein Mensch an irgendeinen 907er, ey? Ja, der hat aufgeräumt. Den nehmen wir direkt mal in Clan. Ey, Jungs, ich brauche Leute. Leute, die 10er-Panzer haben, können sich bewerben, zu uns kommen. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal, checkt meinen Kraftsportkanal ab, ja. Die geilsten Videos aller Zeiten sind dort, Links in der Beschreibung. Bitte abchecken, abonnieren, liken, teilen, wir sehen uns. Bis dann, ciao, Kakao.